Das ist halt wie so ein kleiner Spielzeugladen, wo du einfach alles mal nehmen kannst, wo du alles zusammenbasteln kannst und sagen kannst, ja, genau so will ich das haben. Da kannst du wirklich in den kleinsten Nuancen arbeiten. Gearbeitet, die letzten 4 Jahre, und habe eben gemerkt, du bist so ein kleines Teil von so einer ganzen Produktionskette. Und das hat mich halt schon tierisch genervt. Wenn du komplett ein Pedal baust, auslegst, dir überlegst, was machst du, wie willst du das nachher irgendwie im fertigen Produkt haben. Das Faszinierende daran ist, dass du wirklich von null auf fertiges Produkt gehst und komplett alles selbst in der Hand hast. Und du schaffst halt was, was du sonst im normalen Arbeitsalltag nicht unbedingt hast. Ursprünglich haben wir angefangen, Einzelanfertigungen zu machen, also halt auf Kundenwunsch Pedale zu bauen. Das ist wirklich komplett auf ihn angepasst, das vom Design, vom Sound und alles. Und das dann so komplett fertig zu machen und dann irgendwann in der Hand zu halten und zu sagen, okay, geil, das ist jetzt ein Einzelstück, das wird es so nicht nochmal geben. Das ist einfach, das ist wie so ein kleiner Schatz. Für mich ist halt auch der Charme dahinter, dass es in Handarbeit gemacht wird, dass ich wirklich Gedanken darum mache, dass qualitativ alles stimmt, dass wirklich ausgewählte Komponenten drin sind, sämtliche Bauteile wirklich langlebig sind, dass man da eben darauf achtet, dass man nicht irgendwelche spillerigen Plastikteile mit drin hat. Ja, und all die, einfach so diese Leidenschaft und die Liebe, die man in so einem Produkt steckt. Mein persönliches Ziel ist es, in spätestens 1 bis 2 Jahren wirklich dann davon leben zu können. Und bis dahin ist es noch echt ein weiter Weg. Aber mit Motivation und Leidenschaft und viel Schweiß und Stress und grauen Haaren schafft man das noch irgendwann. Es kommt ja halt nicht zugeflogen. Pedals, und aus diesen Impulsen heraus, diesen Wohlfühlmomenten, die du selbst schon hast, wenn du das Ding einfach nur baust und testest und dir ungefähr vorstellst, wie der Kunde dann reagiert, das ist einfach, du kriegst halt so unglaublich viel zurück. Nicht umsonst haben halt auch vor 40 Jahren diverse Effektgeräte dazu beigetragen, dass bestimmte Musikrichtungen entstanden sind, und da diese kreative Energie freizusetzen und das zu verbinden mit diesem Wohlfühlfaktor, mit so einer kleinen Kiste, das ist einfach schön, das wirklich bei dem Musiker so zu bewirken, dass er einfach rundum zufrieden und glücklich ist.